Das Wort hat der Kollege Jörn Wunderlich von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider kam es nicht zum Antrag, der von allen Fraktionen des Hauses getragen werden kann. Zwar gab es diese interfraktionelle Arbeitsgruppe und im Ergebnis entspricht es allerdings auch nicht ganz den Vorstellungen meiner Fraktion. Aus Sicht der Linken ist an die damals betroffenen Kinder, die in Heimen misshandelt wurden, eine wirkliche Entschädigung zu leisten. Auf die Einzelheiten des Grauens, was diese Kinder damals durchlebt haben, es ist ja heute auch noch mal angesprochen worden, muss ich nicht noch einmal eingehen. Wiedergutmachen kann man das nicht, aber man kann das Leid der Betroffenen anerkennen und an Schmerzensgeld zahlen, was zumindest angemessen erscheint. Legt man die Zahlen zugrunde, die wir auch in der Anhörung im Ausschuss, die zur Sprache kamen, so entspricht der von den anderen Fraktionen beantragte Fonds von 120 Millionen einer Pro-Kopf-Entschädigung von 125 Euro. Von daher waren wir und sind wir uns eigentlich alle einig, fraktionsübergreifend, dass die veranschlagten 120 Millionen nicht ausreichen werden. Und gleichwohl hat der Haushaltsausschuss gestern beschlossen, die 40 Millionen Anteil des Bundes als einmalige maximale Obergrenze zu veranschlagen und zu finanzieren aus dem gleichen Ressort, aus dem Einzelplan 17. Mit anderen Worten, Entschädigung der Kinder von gestern auf Kosten der Kinder von heute. So viel zu der Familienpolitik und Entschädigungspolitik dieser Regierung. Darin kann kaum eine Anerkennung des Leidens oder auch nur ansatzweise Schadenswiedergutmachung gesehen werden. Und deshalb geht die Linke über den Antrag der übrigen Fraktionen hinaus und fordert nicht nur eine angemessene Versorgung, anknüpfend an noch bestehende Folgeschäden, sondern wirkliche Entschädigung. Die Entschädigung muss sich an dem persönlich erlittenen Unrecht orientieren und zur Überzeugung der Linken bis zu 54.000 Euro betragen. In besonders schweren Fällen soll der Betrag auch höher ausfallen können. Davon ausgehend, dass wir jedes zehnte Kind mit einem durchschnittlichen Betrag von 27.000 Euro entschädigen müssten, würde dies den Haushalt mit etwa 2 Milliarden belasten. Die Frage ist, ob wir bereit sind, 2 Milliarden für die Wiedergutmachung von Menschenrechten auszugeben. Und die Berechtigung der finanziellen Forderung der Heimkinder zeigt ein kurzer Blick ins Zivilrecht. Im System der deliktischen Handlung spielt das Schmerzensgeld eine wichtige Rolle für die Anerkennung des erlebten Leidens, was nicht in wirtschaftliche Kosten, Arztrechnungen etc. übertragbar ist. Und es ist vorhin angesprochen worden, der runde Tisch sexueller Missbrauch. Wenn man die Ergebnisse des runden Tisches heranzieht, muss man feststellen, dass die unabhängige Beauftragte Christine Bergmann in ihrem Abschlussbericht ein Modell vorgelegt hat, welches Entschädigungszahlen in Höhe der entsprechenden Schmerzensgeldsätze mit einer Obergrenze bei 50.000 Euro vorsieht. Aus Sicht der Linken wäre es ein fatales Signal an die ehemaligen Heimkinder, wenn eine vergleichbare Opfergruppe Entschädigung mit Genugtuungsfunktion erhielte, die für sie selbst nicht vorgesehen sind. Und es genügt auch nicht eine Stiftung oder ein Fonds, wie vorgeschlagen. Nein, es bedarf eines Gesetzes, wie wir es fordern, welches den Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Entschädigung bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen gewährt, welcher notfalls auch auf dem Rechtsweg durchgesetzt werden kann. Und darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass die damals betroffenen Heimkinder teilweise auch in Betrieben als billige oder kostenlose Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Diese Betriebe gilt es festzustellen und zu der Finanzierung der Entschädigung mit heranzuziehen. Es kann nicht bei Bund, Ländern und Kirchen bleiben. Wir sind uns alle einig, dass wir gemeinsam einen Kampf gegen Kinderarmut führen wollen. Es kam gestern im Ausschuss zur Sprache. Lassen Sie uns mit einem entsprechenden Gesetz beginnen, um zu zeigen, dass wir unsere Vergangenheit nicht verdrängen, die damaligen Opfer als solche entsprechend anerkennen und zumindest ein wenig Wiedergutmachung leisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.